Am Samstag um 15.30 Uhr endet die Länderspielpause für den VfL Wolfsburg. Zu Gast in der Volkswagen Arena wird der Sportclub aus Freiburg sein, derzeit Tabellen-16. Auch ein Testspiel stand in der Pause für den VfL auf dem Plan. Mit 2:1 gewann die Mannschaft von Martin Schmidt gegen Twente Enschede. Torschütze war unter anderem Robin Knoche mit diesem herrlichen Schlenzer. Nicht nur mit diesem Auftritt, sondern auch mit den gezeigten Trainingsleistungen in den letzten Tagen war Chefcoach Martin Schmidt sehr zufrieden. Also in den letzten Länderspielwochen war es unheimlich gut, was die liefern. Normal ist so, dass man in einer Länderspielpause einige sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, oh, ich muss mal ein bisschen zu Kräften kommen, vor allem weil die 2 Wochen davor sehr intensiv waren, gerade vor der Länderspielpause dieses hochintensive Spiel, auch mental hochintensives Spiel gegen Berlin, aber nichts war da zu sehen. Wir haben unheimlich intensiv trainiert die letzte Woche, es war fast eher wie eine Vorbereitung. Der SC ist seit 8 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos. Den letzten 3 Jahre gab es ausgerechnet am 5. April 2017 beim 1:0 in Wolfsburg. Seither holten die Breisgauer nur 1 Punkt beim 0:0 in Bremen und verloren die anderen 7 Gastspiele alle mit mindestens 3 Toren Differenz. Und jetzt geht es natürlich darum, jetzt spielen wir gegen einen Gegner, der natürlich alles hat, was man haben muss für eine gute Mannschaft, aber jetzt auch nicht gewonnen hat die letzten Spiele. Auch nie verloren hat, aber auch nicht gewonnen hat. Und wir müssen einfach versuchen, jetzt wieder mit dem Mut ins Spiel zu gehen und einfach das Gefühl zu haben, wir haben ein Heimspiel. Nah beisammen ist der VfL auf 14 und der SC auf 16 in der Tabelle. Nur 3 Punkte und 2 Plätze trennen beide Teams. Bei einem ist sich Martin Schmidt aber sicher. Das wird sicher kein Kellerduell geben. Das wird nämlich ein Spiel geben, das was man sieht, das sind 2 Teams, die spielen in Fußball, die weiter nach vorne gehören, aber eben die Schritte machen muss. Und nur gute Spiele liefern, viele Schulterklopfer kriegen, dann wieder, oh, heute Pech gehabt und heute hat er den Sieg verdient. Das ist bei uns so, wie es auch in den letzten Spielen bei Freiburg. Und wenn man dann 2 solche Gegner aufeinandertreffen, geht es dann wirklich um Sieg und um so werden wir auch spielen. Um 15.30 Uhr ist Anpfiff in der Volkswagen Arena. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets an den Tageskassen. Seid dabei, wenn unser VfL den ersten Heimsieg in dieser Saison in der Bundesliga feiert.